Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trust and Betrayal mit dem Dalukart. Hallo Shigo. Und endlich wieder ohne Lags. So, glaube ich zumindest. So, wo lungerst du rum? In meinem Häuschen. Wir brauchen die Schablone für die nächste Rakete, richtig? Ja. Was brauchen wir in der Zeit denn alles noch? Weil dann kümmere ich mich um die Schablone, aber du könntest ja schon mal um die Materialien kommen, ein bisschen mal sagen, was wir brauchen. Ja, wir brauchen, ohne Momento. Was brauchen wir? Tier 1 haben wir bereits. Tier 1 ist alt, aber vorm Osten. Tier 2. Lacticraft Mars. Heavy Duty Plate Tier 2. Das sind Heavy Duty Plates plus Compressed Meteoric Iron Plates. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall halt Meteore. Und zwar mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 10. Was ist das? 11, 12, 13, 14, 18. Was ist das? Käse. Ah, ne, gelbe Wolle. Ich dachte schon. 18. Meteore. Am besten noch ein paar mehr. So, einen halben Stack oder so. Hey. Meteoren-Stack, oder was? Mhm. Dann gehe ich jetzt Eisen und den ganzen anderen Quatsch besorgen, weil dafür brauchen wir nämlich auch massenweise. So. Brauchen wir Mondrasen? Nein. Jeder braucht Mondrasen. Nein, wir brauchen keinen Mondrasen. Also ich hätte gern Mondrasen. Ja, dann... Der Dungeon ist voll komisch gebaut diesmal, als wenn der verbuggt wäre. Okay. Passt an manchen Ecken einfach nicht zusammen. Also da sind die Gänge so ein bisschen verschoben. Und der hat ab und zu einfach ein Ende. Also so ein Mondrasenende. Oh nein, nicht Creep. Hallo, es sind aber auch so voll die Schatzkisten und so. Was? Ich hab eine Schallbrille gefunden. Was ist halt eine Schallbrille? Das ist ja voll praktisch, oder nicht? Ja, total. Ist sie praktisch? Also wahrscheinlich geht nicht. So? Was macht die? Du kannst damit Schall sehen. Ich kann damit Schall sehen? Ja. Wie ist eine Schallbrille. Schall? Kannst du mit ja, vielleicht wenn du kann Geräusch hast, siehst du da Wellen. Jetzt wird's ja extrem cool. Oh nein, ich muss Mondrasen zurücklassen, weil ich keinen Platz mehr habe. Nein. Oh nein, ey, den krieg ich doch nie wieder. Und meine Spendenaktionsschweindose, die ich gefunden habe. Oh, was habe ich denn alles für einen Mist? Das gibt's doch gar nicht. Ja, du hast immer viel Mist dabei, das ist richtig. Ach, du kannst mal schön die Klappe halten. Du hast ja gar keine Ahnung. Du hast ja gar keine Ahnung. Ich nehme jetzt gleich den Boss einfach mit in so einem Safari-Netz. Jawohl. Den packe ich dann mal irgendwem ins Haus. Das wäre ja voll mies. Ah, der Dungeon ist schon... Ah, doch nicht geklärt. Der Boss war noch kurz auf Toilette oder so. Ja, ich meine auch... War einfach nicht im Raum. So. Ich gucke hier rein, hier ist er nicht drin. Ja, der spawnt erst, wenn du den Raum betrittst. Der spawnt auch, wenn du den Raum wieder verlässt. Und entwickelt wird wieder voll geheilt. Jetzt geht der gleich. Was macht er nach seinen Freudentänzen? Der diesmal gar nicht gedroppt. Was? Der hat nichts gedroppt. Wie? Kein Schlüssel? Ja, also den Schlüssel ja, aber er droppt eigentlich in dem Moment, in dem er stirbt, droppt er eigentlich, hat er letztens auch schon immer Mist gedroppt und das hat er jetzt nicht getan. Und trotzdem ist egal. Es dann schon komisch. Hauptsache Schlüssel. Ja, der Schlüssel ist ja immer da. Mach mal auf hier. Yeah. You need a key to unlock this, hab ich. Oh, Eisenbarren. Stufe 2 Rakete habe ich. Die Schablone. Yay. Geht doch, so. Und eine Schablone für den Luftballon, die ist wichtiger, oder? Oh ja, die ist sehr wichtig. Ja, gut, hab ich mir gedacht. So, wo ist mein Hammer? So, wo packe ich jetzt das Herz rein, damit ich es nicht wieder verliere? Wenn du in dein Inventar gehst, hast du ja oben den Reiter, ja. Also die drei Reiter, nimmst den mittleren, packst ihn oben rechts. Da ist aber roter Herzkanister 4, ich habe aber jetzt gelber Miniaturherz. Achso, das ist nur ein Miniaturherz. Ja. Dann musst du den ersten Kanister basteln. Was aber jetzt nicht so schwer ist und...
Das heißt, ich kann damit jetzt nichts anfangen. Jetzt gerade nichts, nein. Wo ist mein Hammer, verdammte Scheiße? Heiliger Eichensetzling. Ist das der, den wir da auch auf unseren Bäumen, Häusern stehen haben? Oder ist das was haben Cooles? Wir alles da, ja. Ach, jetzt haben wir Zeugs da, ja? Gemacht, haben wir da? Haben wir da. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja. Hä? Warum habe ich denn? Wenn nicht, liegt das jetzt auf dem Mond. Na toll. So. Ach, je. Okay, erstmal Zeugs besorgen. Und zwar in rauen Mengen. Es regnet, es ist nicht schön. Ich kümmere mich gleich drum, wenn ich auf der Erde bin. Die Erde. Wo geht's denn hier nach oben? Da. So, jetzt mal wieder so einen Punkt draufsetzen. Wie, hab ich schon geludet? Die ganzen Linienlöcher sind schlimm, ey. Was für ein Haus. So, mal gucken, ob es hier noch was zu holen gibt. Ja, sicherlich. Was suchst du denn jetzt? Ja, alles. Naja, Eisen, Materialien Zinn, werden Aluminium, sowieso nie Kupfer. Abgebaut. Da gibt so viel davon bei Attack of the BT. Deswegen gehe ich ja gerade mal nicht mehr in die Minion-Löcher. Und hol dir das ganze Zeug raus, was liegen geblieben ist. Minion! Brauche ich jetzt noch mehr aus den Dungeons? Weil ich habe jetzt erst zwei Schablonen. Welche zwei Schablonen gibt es denn noch? Ich glaube. Keine Ahnung. Unwichtige Dinge. Nichts Wichtiges mehr? Nein. Ich habe jetzt aber 11 Drachen. Naja, kann ich einfach alle hinsetzen und 11 Drachen gleichzeitig brüten. Ja. Hey, Kiste. Du sollst arbeiten. An mich, ey. Blödes Vieh. So. Ich finde unser Dingens nicht mehr. Ach, du und deine Orientierung? Nee, weil ja alle Punkte von allen Dimensionen auf der Karte angezeigt werden. Und ich glaube, ein Stück von der Karte irgendwie nicht mehr aufgedeckt war. Aber ich sehe jetzt die Raketen. 3 Stück. Immerhin. So, Kupfer. Minum. Massenweise. Ich bin zurück in der Stadt. Hey. Zurück. Hey, was noch? Das da nehme ich mit. Lang nicht mehr fahren, muss ich sagen. Ja, wird auch mal Zeit, dass du selbst wieder schuften gehst hier. Ja, ich hab so viel gemacht. Ja. Ein dankbarer Kerl. Unfassbar. Ja, ja. Ich setz jetzt meinen Schallhelm auf. Oh Gott! Was ist das? Ach so, wie cool ist das denn? Du siehst leider nur noch den Schall. Also du siehst leider sonst gar nichts mehr. Ja. Aber dafür ist das geil, du siehst, was Geräusche macht. Da wird Wasser angezeigt. Hier meine Schuhe. So, was ist das? Das ist Zinn. Oh Gott, ich muss mal in dein Haus. Ich muss meine Tanks nochmal aufladen. Minum.
Eine sehr coole Erfindung. Mehr Eisen. Oh, ich habe außerdem ein Drachenei unten angeklickt. Ernsthaft? Hm. Hast du nicht. Ich stell dir da neues hin. Meins eh viel stärker. Halt die Klappe. Es ist nicht. Meins kommt vom Mond. Und Drache. Mondrasendrachen nennt man die. Also. Dein Generator, ne, der ist nicht so stark. Lass ihn in Ruhe. Lässt sich ganz schön viel Zeit mit dem Aufladen. Die Dinger sind ja auch groß. Auch Licht. Licht! Ich hab grad noch irgendwo Kohle gehabt. Wo ist sie hin? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ist jetzt hier gleich mal voll. Das ist ja schrecklich. Silikon, Silikon, das Silikon. Ah. Ist hier noch irgendwas Neues in der Stadt? Silikon, what the fuck? Wann geht's eben ohne Licht gehabt, Zuschauer? Pech gehabt. Änder doch mal dein Texture Pack, dass es nie dunkel wird. Nein. Bald geht's auf zum Mars. Aha. Was machen wir dann auf dem Mars? Oder kann man überhaupt was machen? Was weiß ich, keine Ahnung. Aber der Mars ist ziemlich langweilig. Gut, dass der Mond vorher schon so spannend war. Also wir müssen auf diese Raumstation. Wenn du, also wie heißt die? Heißen die hier auch Rockets, die Raketen? Nee, heißen sie nicht. Wie heißen sie denn? Warte mal. Ach, keine Ahnung. Also die Rockets heißen Rockets, aber... Weiß nicht, wenn ich Rocket eingebe, finde ich keine, deswegen. Also wenn ich in dem Menü nach Rocket suche, ja, finde ich sagen, nur den Bad Killer und das Rocket Launchpad. Oh Mann. Das ist ganz schön schlecht, würde ich sagen. Bist du gemein zu mir wieder? Hm. Warum? Weil du auch gemein zu mir bist. Als ob... Du hast mein Drachenei angefasst. Obwohl das Ding Englisch ist, heißt es trotzdem Rakete. Oh Mann, ey. Gut, dein dämliches deutsches Minecraft, selber schuld, dass du nichts findest. Rakete! So, es gibt eine Stufe 2 Rakete, die haben wir ja. Galactic Craft Mars. Dann gibt es die Güterrakete, aber auch Galactic Craft Mars. Aber du meinst ja irgendwie mit einer Raumstation, da finde ich jetzt nichts. Nee, es gibt ja keine Raumstation, die man so bauen kann, sondern du musst mit einer Rakete. Also ja, ja, aber ich suche ja mit welcher Rakete? Ich denk mal mit der Dingens-Rakete, keine Ahnung, weiß ich nicht. Noch nie gemacht. Aber du hast ja, wenn du zum Mond fliegst, hattest du ja dieses Auswahlmenü, ne? Erde und Mond, kannst du draufklicken und dann halt dahin fliegen. Und dann gibt's halt eine Erweiterung dafür, einmal für den Mars und einmal für die Raumstation. So, mehr Zeugs, bitte. So. Durch das Portal. Will mir eine Was? Ich bin wieder auf dem Mond. Ah ja. Und suche noch einen Dungeon.
Und danach gehe ich diese doofen Dinge abbauen. Okay, wie viel habe ich davon? Ein bisschen wenig Zinn. Mist. Okay. Hier war der Osten doch bestimmt schon. Laufen, laufen, laufen. Das muss jetzt erstmal reichen. Ich hoffe, das reicht auch wirklich. Eisen jetzt oder was? Alles. Ach, du hast schon so viel? Ja, relativ. Ich sterbe. Nicht schon wieder. Nee, irgendwie tut mir auch Lava nichts an. Bin ich Lava immun? Hast du auch Gene, oder nicht? Kann überhaupt irgendwas einen noch töten? Ja, ich. Du nicht. Oder? Du bist viel zu schwach. Bin ich nicht. Auf anlegen? Ja. Ich würde dich niemals schlagen. Nächste Runde Team Rot und Team Blau. Und dann geht ich würde dich niemals schlagen. Glück für mich. Kannst du gern so sehen. So, da haben wir den nächsten Dungeon hier gecleared und lassen immer alle Monster stehen, damit die Ossis denken, hier ist noch was. Uhuhu. Ja, wenn du meinst, wir haben alles, dann kann ich eigentlich wieder zurückkommen, oder nicht? Diese Monddinger fehlen noch, oder? Ja, die Meteoriten. Bau schon mal alles auf. Muss man alles verarbeiten. Hast du die Zeit im Blick? Ja. 2 Minuten. Gut. So. Ja? Meteoriten sind echt schrecklich abzubauen. Mhm. Gibt's da keine bessere Pickaxe, die 100-mal schneller Nein. das macht? Ja, höchstens die Tinker's Construct mit Full Speed drauf, aber sowas hast du ja nicht. Oh, ich freue mich auf Thermal Expansion in 1.7. Da kann man nämlich die Dinger endlich auch upgraden mit Speed und so. Das wird toll. Oh, ich freue mich. Und von welchem Modpack redest du da? Von den Maschinen. Und von, ich meine, von welchem Projekt, hast. Wo das sein wird? Ich weiß nicht, ob es schon in einem unserer Projekte drin sein wird. Aber es hat ein 1.7er Pack und das habe ich zumindest beim Direwolf gesehen im Forgecraft. Also Server, wo die alle Mods testen für 1.7. Hm. Ja, ich bin gespannt. Oh, jetzt läuft wieder der Strom hier nicht. Ich krieg noch einen Fall. Wo ist meine Dingens? Reicht das auch dann für 2 Raketen wieder? Nein. Wie meinst? Ja, nein. Ja, was? Deine Materialien, oder? Ja. Also, Ahnung, weiß ich nicht. Weil, warum hast du dann nicht direkt mehr gefarmt? Ja, weil ich keinen Bock habe, schon wieder 2 zu bauen. Das ist voll mega viel Material. Sind wir noch die nächsten 30 Folgen beschäftigt. Oh, da kommt gerade ein. Macht doch eigentlich voll keinen Sinn. So.
So, wir haben irgendwo Redstone-Dingsbums. Keine Meteoriten mehr. Irgendein Chunk macht hier trotzdem Probleme bei mir. Lag-mäßig oder was? Das kann aber ja, in der Stadt, ne? Chunk, ja, immer wenn ich nach außen fliege und einen Chunk irgendwie lade, dann laggt es aber kurz. In der Stadt habe ich das auch manchmal. Ah, okay, es könnte auch daran liegen, dass inzwischen so viel gebaut wurde, dass es auch wirklich anfängt mal zu laggen. Boah, komm schon. So, aber der Part ist jetzt zu Ende, Shigo. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.